Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit euren Tendenzen für den Wonnemonat Mai. Wie immer findet ihr die Anfangszeiten für euer jeweiliges Sternzeichen unten in der Videobeschreibung und wenn ihr ein Android-Gerät habt, könnt ihr sogar direkt draufklicken und gleich dahin springen. Die allgemeinen Tendenzen und den astrologischen Ausblick für den Mai findet ihr in der kosmischen Schwingung und da erfahrt ihr auch, wer in der Verlosung im April ein Partnerhoroskop gewonnen hat. Am 3. Mai wird ja die Lilith ins Zeichen Fische gehen und da gibt es auch ein Special dazu. Es heißt Loslassen und Befreien. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und damit ihr wisst, wo die Lilith in eurem Geburtshoroskop steht und in welchen Bereichen der Lilith-Transit wirksam wird, ist es halt gut, wenn ihr euer Geburtshoroskop kennt. Und aus diesem Anlass verlose ich nochmal unser tolles Geburtshoroskop von kosmogramm.de, in dem ich auch die Position der Lilith gedeutet habe. Außerdem biete ich euch einen Workshop über Lilith-Transite an. Die haben oft den Charakter einer Einweihung und lösen intensive emotionale Reaktionen aus. Mehr darüber und zur Verlosung erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos. Und bei welcher Minute der beginnt, habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung hineingeschrieben. Und außerdem habe ich noch was Neues ausprobiert. Ich habe diesmal den Mondzyklus aus der kosmischen Schwingung herausgenommen und extra gedeutet und dazu ein eigenes Video gemacht. Schaut euch das doch auch gerne an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr gleich in die Sternzeichenhoroskope einsteigt, dann denkt dran, dass die natürlich keine persönliche Beratung ersetzen können. Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden, entweder auf meinem Kundentelefon oder über meine Homepage. Oder auch per E-Mail und die Infos dazu schreibe ich euch hier auf die Infokarte und ihr findet sie auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber los und wir beginnen wie immer mit dem ersten Zeichen des Tierkreises, dem Widder. Hallo liebe Widdergeborene und Widder-Aszendenten, Liebesgöttin Venus verwöhnt euch noch bis Mitte des Monats mit ihrer Anwesenheit in eurem Zeichen. Das ist eine gute Zeit, um euch euren Beziehungen und eurer Schönheit zu widmen oder auch um ein neues Frühlingsoutfit zu shoppen. Merkur und Mars stehen ebenfalls günstig für euch, das macht euch schlagfertig und überzeugend und ihr seid gedanklich auf der Höhe. Der Neumond am 5. Mai fällt in euer Geldhaus. Das wäre also eine gute Gelegenheit, um mit einem neuen finanziellen Vorhaben zu beginnen. Generell steht dieser Neumond gut für das Wertethema, also auch für euren Selbstwert. Zum Beispiel könnt ihr auch über euren inneren oder spirituellen Reichtum nachdenken und wie euer Verhältnis zum Geld ist. Ab dem 5. und bis zum 13. Mai habt ihr eine sehr schöne Phase, da verbindet sich die Venus mit Glücksplanet Jupiter und ihr geht neue Flirts mit viel Selbstbewusstsein an. Falls ihr einen festen Partner habt, könnt ihr ihn mit eurer Unternehmungslust begeistern. Allerdings gibt es gleichzeitig auch noch ein paar Aspekte zu beachten. Das ist einmal der Leichtsinnsaspekt zwischen Mars und Jupiter. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht übers Ziel hinausschießt, dass ihr jemanden nicht zu forsch angeht oder dass ihr sonst auch beim Sport oder bei anderen Gelegenheiten unbedachte Risiken eingeht. Und das geht so ungefähr bis zum 11. Mai. Und außerdem gibt es noch harsche Aspekte mit Saturn von der Venus, die berufliche Herausforderungen anzeigen. Und dadurch könntet ihr unter Druck geraten und das kann euch dann wieder die Laune verderben. Besonders wenn ihr im April Geburtstag habt, empfehlen euch die Sterne ein bisschen Zurückhaltung, sonst drohen Konflikte bei der Arbeit und ihr sagt womöglich Dinge, die ihr hinterher bereut oder durch die ihr euch Ärger einhandelt, auch dann, wenn ihr im Recht seid. Stellt heikle Gespräche möglichst erstmal zurück bis nach dem 10. Mai. Und schreibt euch eure Gedanken erstmal auf. Vom 11. bis zum 19. Mai habt ihr nämlich eine richtig gute Phase, um berufliche Themen anzusprechen und ihr seid dann auch sehr produktiv. Auch für finanzielle Überlegungen und Absprachen und für Neuanschaffungen ist das eine super Zeit. Und beim Einkaufen könnt ihr gut Rabatte verhandeln. Was ihr in der Zeit kauft, da werdet ihr lange Freude dran haben. Besonders wichtig für euch als Widder ist der Übergang eures Herrschers Mars ins Zeichen Krebs am 16. Mai. Er wird dann für 6 Wochen einen Spannungsaspekt zur Widdersonne bilden und das Konfliktpotenzial ist erhöht. Im Mai beeinflusst der Mars die erste Dekade des Widderzeichens und bildet dabei aber angenehme Aspekte zur Venus. Das entschärft die Konstellationen erstmal. Trotzdem werdet ihr merken, dass die Menschen aus eurer Umgebung, besonders eure Familie oder auch eure Mitbewohner, empfindlich reagieren. Wenn ihr zu den kernigen Widdern gehört, die sich gerne auseinandersetzen und auch gerne mal provozieren, um ein bisschen Leben in die Bude zu bringen,
dann kann das in den kommenden Wochen nach hinten losgehen, weil euer Gegenüber dann persönlich beleidigt ist. Auch beruflich könntet ihr ins Fettnäpfchen treten und anecken mit eurer Lust am Widerstand. Also in den nächsten 6 Wochen ist Diplomatie gefragt und die Fähigkeit, sich in euer Gegenüber hineinzuversetzen. Wenn ihr das hinkriegt, kommt ihr am besten mit dieser Mars-Konstellation zurecht. Der Vollmond am 18. Mai in den Zeichen Stier und Skorpion beleuchtet auch nochmal das Wertethema in eurem Horoskop. Dann kann sich zeigen, welche Werte und Besitztümer in eurem Leben wichtig sind und wovon ihr euch trennen könnt, um ballastlos zu werden. Vielleicht bekommt ihr ja Lust, frühjahrsmäßig zu putzen und auszumisten. Am 21. Mai beginnt das Sternzeichen Zwillinge. Und für die kommenden 4 Wochen fühlt sich die Energie für euch leicht und beschwingt an. Bitte trotzdem aufpassen, was ihr sagt und zu wem, denn zwischen dem 22. und dem 28. haben wir eine sehr kritische Konstellation mit Mars und Chiron. Und der Chiron steht ja bei euch im Zeichen und der Mars ist euer Herrscher. Also da müsst ihr echt aufpassen. Wenn ihr in der Zeit mutwillig einen Konflikt vom Zaun brecht, könnt ihr damit euch selbst und anderen ernsthaft schaden. Zum Monatsende werden die Konstellationen aber wieder harmonischer und ihr könnt euch gegebenenfalls wieder vertragen. Hallo, liebe Stiergeborene und Stieraszendenten, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Mai Geburtstag habt. Falls ihr eine Party plant, eignet sich dafür besonders der 11. Mai, wenn der Mond im Partyzeichen Löwe steht. Bestimmt wird euer Fest ein großer Erfolg. Der Monat startet für euch mit einer produktiven Phase. Die Sonne in eurem eigenen Zeichen gibt euch Vitalität und Lebensfreude und ihr kommt gut voran. Manche von euch riskieren mutige finanzielle Aktionen. Das könnt ihr euch auch leisten, wenn ihr euch gut auskennt. Wenn ihr euch nicht so sicher seid, bleibt lieber vorsichtig und haltet an den finanziellen Strategien fest, die sich für euch bewährt haben. Damit könnt ihr auf keinen Fall was falsch machen. Und seid auch vorsichtig, wenn Leute euch Vorschläge oder Versprechen mit hoher Dividende machen. Das braucht ihr alles nicht. Und es sind einige unterwegs, die mehr versprechen, als sie halten können. Uranus im Stier steht in der ersten Dekade und wenn ihr im April Geburtstag habt, spürt ihr vielleicht die neuen und aufregenden Impulse, die er aussendet. Der Neumond am 5. Mai ist für euch der wichtigste im ganzen Jahr, denn er steht in eurem Zeichen und bildet vielversprechende Konstellationen, um neue Projekte zu beginnen. Da er auf ein Wochenende fällt, habt ihr bestimmt Zeit, euch damit in Ruhe zu beschäftigen, was ihr in den kommenden 4 Wochen bzw. 12 Monaten Neues für euch realisieren wollt. Und ihr werdet sehr gut darin sein, das auch umzusetzen, was ihr euch vorgenommen hattet. In euren Liebesbeziehungen kann es am Anfang des Monats noch etwas ruhiger zugehen, weil eure Herrscherin, die Venus, in eurem 12. Sonnenhaus des Rückzugs steht und in den ersten 10 Tagen des Monats auch ein paar stressige Aspekte bildet. Möglich, dass ihr eine Enttäuschung mit eurem Gegenüber erlebt, weil er oder sie sich immer zurückzieht oder zum Beispiel trotz einer Zusage nicht zu eurer Geburtstagsfeier erscheint. Mein Tipp wäre, dass ihr euch davon möglichst nicht aus der Ruhe bringen lasst und heikle Themen weiträumig umgeht. Denn ab dem 15. Mai werden eure Beziehungssterne gewaltig aufblühen, wenn die Venus in den Stier läuft und damit in euer Zeichen und für die Stieraszendenten ins erste Haus. Und zwar macht sie das bis zum 8. Juni. Am 16. wechselt der Mars in den Krebs und steht dann für die kommenden 6 Wochen in einem günstigen Aspekt zur Stiersonne. Und beide Liebesplaneten bilden dann erstmal richtig gute Aspekte und verwöhnen euch bis zum Ende des Monats mit prickelnder Liebesenergie. Besonders wenn ihr unter dem Einfluss von Uranus steht, habt ihr die idealen Sterne zum Flirten und um eine neue Beziehung anzufangen. Und wenn ihr schon in einer festen Beziehung seid, könnt ihr da frischen Wind reinbringen und gemeinsam mit dem Partner Neues ausprobieren. In der Hinsicht solltet ihr euch das Vollmondwochenende freihalten. Der Vollmond ist am Samstag, den 18. um 23:11 Uhr perfekt für romantische Momente, weil er im Stier und Skorpion und damit bei euch auf der Beziehungsachse stattfindet. Falls ihr also einen Liebespartner habt, dürft ihr euch auf leidenschaftliche und sinnliche Zeiten rund um den Vollmond freuen. Und wenn ihr in dieser Zeit Geburtstag habt, bekommt ihr vielleicht Lust, gemeinsam mit euren Herzallerliebsten zu zweit oder im kleinsten Kreis zu feiern. Und falls ihr noch einen Flirt sucht, könnt ihr zu Vollmond fündig werden. Am 21. Mai verlässt die Sonne euer Zeichen und geht dann in die Zwillinge, begleitet von Merkur. Der wechselt dann ebenfalls in die Zwillinge und beide aktivieren dann euer Sonnenhaus der Finanzen. Grundsätzlich ist das gut,
ist ein guter Shopping- und Verhandlungsaspekt. Nur bitte zum Monatsende hin mit dem Geldausgeben aufpassen. Da haben wir einen finanziellen Täuschungsaspekt. Schaut euch ein Angebot lieber Anfang Juni nochmal in Ruhe an und bezahlt auch nichts im Voraus. Ihr habt das gar nicht nötig, denn zum Monatswechsel bekommt ihr äußerst vielversprechende Aspekte für berufliche und finanzielle Erfolge, die wirklich Substanz haben. Und auch in der Liebe wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen und ihr wisst ganz genau, auf wen ihr euch verlassen könnt. Hallo, ihr lieben Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Mai Geburtstag habt. Mit dem Mars in eurem Zeichen noch bis Mitte des Monats erwischt ihr einen schwungvollen Start in den Mai und wenn ihr Vorhaben und Projekte habt, die viel Energie erfordern, solltet ihr die nicht lange liegen lassen, sondern gleich in Angriff nehmen. Bis zum 10. Mai seid ihr dabei regelrecht wagemutig und auch bereit, ein Risiko einzugehen. Und das kann sich durchaus auszahlen. Aber werdet dabei bitte nicht leichtsinnig, sondern behaltet die Umstände scharf im Auge. Auch in der Liebe solltet ihr keine Zeit verschwenden, sondern die ersten beiden Wochen des Monats nutzen, um euch mit Leuten zu treffen oder auch um mit eurem Partner etwas Schönes zu unternehmen. Denn so lange steht die Venus noch günstig zur Zwillingesonne. Beim Flirten läuft das super, nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Aber wenn ihr in einer festen Beziehung seid, lauft ihr Gefahr, den oder die Herzallerliebsten durch lustig gemeinte Scherze oder Sprüche zu verletzen. Passt da bitte ein bisschen auf. Vielleicht versucht ihr auch, ein Problem auf witzige Weise anzusprechen, aber das kann nach hinten losgehen. Besonders, wenn euer Partner Krebs, Waage oder Steinbock ist. Achtsamkeit ist gefragt und wie gesagt, bis Mitte des Monats hilft euch die Venus dabei, liebenswürdig und verbindlich zu bleiben. Ein wichtiger längerfristiger Transit für euch ist der Wechsel von der Lilith, die am 3. Mai ins Zeichen Fische geht und dann für 9 Monate einen Spannungsaspekt zur Zwillingesonne bildet. Lilith wird euch mit euren verborgenen, instinkthaften Seiten konfrontieren und das ist nicht immer einfach für die Zwillinge, die sich gern gedanklich von unangenehmen Gefühlen distanzieren. Es können euch auch schwierige Frauenfiguren begegnen und euch an eure weiblichen Seiten erinnern, die ihr vielleicht nicht so gerne akzeptiert. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Special über Lilith in den Fischen und auch in meinem aktuellen Workshop über Lilith-Transite. Der Neumond am 5. Mai fällt bei euch ins 12. Haus der Spiritualität und des Rückzugs und auch der Merkur gesellt sich ab Neumond mit dazu. Wenn ihr spirituell unterwegs seid, ist das ein sehr guter Neumond für euch. Sehr gut geeignet, um auf die innere Stimme zu lauschen und ihr solltet rund um den Neumond auch verstärkt auf eure Träume achten, denn vielleicht kommen wichtige Botschaften im Schlaf zu euch. Das Wochenende vom 10. bis zum 12. Mai ist für euch wunderbar zum Flirten und um die Liebe zu genießen. Am 15. Mai wandert die Venus in den Stier und zieht sich dann auch ein bisschen zurück in euer 12. Sonnenhaus. Falls ihr in den kommenden 3 Wochen merkt, dass es liebesmäßig etwas ruhiger wird oder ihr selbst auch mal ganz gerne Zeit für euch habt, dann ist das einfach ganz normal. Macht euch keine Sorgen. Am 16. Mai verändert sich die kosmische Energie deutlich, wenn der Mars aus den Zwillingen ins Zeichen Krebs wechselt. Er aktiviert dann für die kommenden 6 Wochen euer Geldhaus und bildet für den Rest des Monats vorteilhafte Aspekte. Das heißt, in eure finanziellen Angelegenheiten kommt Bewegung und ihr könnt gute Abschlüsse machen. Am Samstag, den 18. Mai abends, ist dann der Vollmond in den Zeichen Stier und Skorpion. Er beleuchtet bei den Zwillingen die festen und verbindlichen Beziehungen und kann euch sehr wertvolle Inspirationen bringen, was ihr gemeinsam erreichen könnt, wenn ihr an einem Strang zieht. Das kann sich übrigens auch für eure geschäftlichen Beziehungen zeigen. Am 21. Mai um genau 9:59 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert dann für 4 Wochen euer Sternzeichen. Das ist eine Zeit voller Vitalität und Lebensfreude für euch. Auch der Merkur gesellt sich dazu und ihr fühlt euch gedanklich klar und scharfsinnig wie eh und je. Falls ihr therapeutisch oder beratend oder als Coach tätig seid, erlebt ihr ab dem 23. Mai eine sehr interessante Phase, in der ihr mit Hilfe der richtigen Worte sehr viel Gutes tun könnt. Das ist eine geradezu magische Zeitqualität, sozusagen ein kosmisches Symbol für Zauberworte, und ihr könnt mit eurer geistigen Energie eurem Klienten wertvolle Impulse geben. Natürlich funktioniert das auch auf privater Ebene, wenn zum Beispiel Freunde euren Beistand suchen. Schwierig wird es nur dann, wenn es um Geldprobleme geht. Ihr müsst das dann ganz sauber trennen zwischen privater Zuwendung und finanziellen Überlegungen.
Falls sich ein Freund von euch Geld leihen will, er bittet auf jeden Fall Bedenkzeit bis zum 27. Mai. Danach könnt ihr eine bessere Entscheidung treffen. Einen besonders schönen Freundschaftsaspekt habt ihr am 30. Mai. Hallo, ihr lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den Mai schauen. Der Monat wird sich immer besser und romantischer und schöner entwickeln, je weiter er voranschreitet. Am Anfang kann sich die Zeitqualität noch ein bisschen verhalten für euch anfühlen. Vielleicht seid ihr nicht ganz so schwungvoll oder braucht mehr Schlaf als sonst. Andererseits zeigen die Planeten bis Mitte des Monats einige Energie für eure beruflichen Vorhaben an. Dank des Feiertags könnt ihr es ja erstmal ruhig angehen lassen, aber falls sich wichtige Meetings oder Gespräche für euch ergeben, solltet ihr die auch wahrnehmen. Denn ihr könnt euch gut darstellen und wirkt liebenswürdig, aber überzeugend. Gegebenenfalls müsst ihr gleichzeitig darauf achten, dass nicht ein Opponent hinter eurem Rücken gegen euch arbeitet, aber ihr könnt euch mit den Vorgesetzten gut stellen. Der Neumond am 5. Mai fällt bei euch ins Freundschaftshaus und aktiviert auch euer berufliches Netzwerk. Denkt also mal über neue Projekte nach, für die ihr auf eure guten Kontakte zurückgreifen wollt, sei es privat oder geschäftlich. Wenn ihr auf der Suche nach einem Seelenpartner seid, kann der euch durch eure Freunde vorgestellt werden. Ihr könnt auch darüber meditieren, wie wichtig euch in euren Beziehungen eine freundschaftliche Basis ist. Und wenn ihr euch neue Freunde wünscht, können diese Wünsche in Erfüllung gehen. Zwischen dem 6. und dem 10. Mai bildet die Venus einige schwierige Aspekte. Dann können Werte oder Vereinbarungen, die eigentlich klar schienen, nochmal in Frage gestellt werden. Lasst euch davon nicht verunsichern. Steht freundlich, aber bestimmt zu dem, was vereinbart worden war und wiederholt nochmal euren Standpunkt, ohne euer Gegenüber zu kritisieren. Wenn ihr selbst euch kritisiert fühlt, versucht cool zu bleiben. Ab dem 15. und für den Rest des Monats klären sich dann solche Situationen. Denn dann geht die Venus ins Zeichen Stier und steht dann für 3 Wochen super günstig für euch. Dann geht der Mars am 16. in euer Zeichen und zwar für 6 Wochen. Das ist ein gemischter Segen, denn einerseits gibt euch das natürlich Schwung und Energie, andererseits erhöht es aber auch eure Neigung, euch persönlich angegriffen zu fühlen. Das ist ja ohnehin so ein bisschen ein Thema für die Krebsgeborenen, dass sie zu starken emotionalen Reaktionen neigen und diese Tendenz könnte sich in den kommenden Wochen verstärken. Zunächst mal bilden aber Venus und Mars sehr schöne Aspekte und sollte es im Mai wirklich zu einem Konflikt kommen, empfehle ich die Versöhnung im Bett und Vorwürfen begegnet man am besten, indem man den Mund des Partners mit einem Kuss verschließt. Der Vollmond am 18. Mai steht sehr romantisch für euch und weil das ein Wochenende ist, solltet ihr euch da unbedingt Zeit für die Liebe nehmen. Falls ihr keinen Liebespartner habt, könnt ihr die mystische und kreative Kraft dieses Vollmonds für euch nutzen, vielleicht für ein Ritual oder um etwas Kreatives zu erschaffen. Am 21. Mai geht die Sonne morgens in die Zwillinge in Begleitung von Merkur und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer 12. Sonnenhaus. Achtet mal drauf, ob ihr in der Zeit stärkere spirituelle Empfindungen habt oder Botschaften aus der geistigen Welt empfangt. Zwischen dem 21. und dem 27. Mai bildet der Mars eine Spannung zu Chiron und das ist ein bisschen schwierig für euch, besonders für die Junikrebse. In dieser Zeit solltet ihr euch beruflich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es sieht nach einem Konflikt mit Autoritäten aus und selbst wenn ihr recht habt, könnt ihr euch mit einem Streit selbst schaden und den Kürzeren ziehen. Gute Impulse bekommt ihr aber gleichzeitig von Seiten eurer Freunde und auch aus eurem beruflichen Netzwerk. Da könnt ihr gegebenenfalls um Rat fragen. Im Einzelfall kann so ein Chiron-Quadrat auch gesundheitliche Probleme anzeigen, vielleicht auch bedingt durch einen Konflikt, der euch aufwühlt. Gebt also gut auf euch acht und lasst die Dinge nicht zu sehr an euch herankommen, wenn das irgendwie möglich ist. Zumal ihr in der Liebe und für euer soziales Leben ganz wundervolle Aspekte bekommt. Ab dem 27. Mai und bis zum 3. Juni sorgt die Venus für superschöne und romantische Aspekte und die Chance, einen Seelenpartner zu treffen, ist erhöht. Wenn ihr in diesen Tagen auf Reisen seid oder mit einer Fortbildung beschäftigt, könnt ihr tollen Leuten begegnen und solche Begegnungen haben für alle Beteiligten positive Auswirkungen für die Zukunft.
Hallo, ihr lieben Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten, hier sind eure Sterne für den Mai. Genießt die ersten beiden Wochen des Monats, wenn die Liebesplaneten prickelnde und harmonische Aspekte zu eurer Sonne senden. Die Konstellationen sind auch ideal für eine Reise oder um sich fortzubilden. Wenn ihr Singles auf der Suche seid, könnt ihr gerade bei solchen Gelegenheiten super neue Leute kennenlernen. Etwas stressiger sind die Konstellationen für alle Löwen, die im Job viel zu tun haben. Und vielleicht gibt es da auch einen Konflikt, beispielsweise, dass ihr euch freinehmen wollt und stattdessen Überstunden aufs Auge gedrückt bekommt. Es kann sich lohnen, die Zähne zusammenzubeißen und sich in die Arbeit zu hängen, denn in der zweiten Monatshälfte bekommt ihr sehr schöne Erfolgskonstellationen. Und das deutet sich schon mit dem Neumond vom 5. Mai an. Der fällt nämlich in euer 10. Sonnenhaus der Karriere. Das heißt, das Löwe-Kollektiv denkt im Mai trotz Frühlingsgefühlen auch über die Möglichkeiten des Fortkommens und des Erfolgs nach. Für euch kann es ein Neumond der Manifestation in beruflicher Hinsicht werden und ihr könnt ein erfolgversprechendes neues Projekt starten. Den gesamten Monat über steht Glücksplanet Jupiter super günstig für euch und das spricht dafür, dass ihr bei euren Projekten aus einer Fülle von innerem Reichtum und Kreativität schöpfen könnt. Ein Hinweis für sportliche Löwen: Bis zum 11. Mai haben wir eine gewisse Leichtsinnskonstellation hier mit Mars und Jupiter. Da solltet ihr beim Sport auf größere Risiken verzichten und auch darauf achten, dass ihr euch vor dem Training immer gut aufwärmt, sonst kann es zu Zerrungen kommen. Seid auch bitte vorsichtig, wenn ihr auf Reisen seid und Sportarten ausprobiert, die ihr nicht gewöhnt seid. Wenn ihr es da übertreibt, könntet ihr eurem Bewegungsapparat schaden. Auch beim Feiern und Genießen solltet ihr es mit schwerem Essen und Alkohol nicht zu wild treiben, sonst leidet die Leber. Gerade an dem Wochenende vom 11. und 12. Mai seid ihr bestimmt zu einer Feier eingeladen, da haben wir nämlich super gute Partysterne. Am 15. Mai wechselt die Venus in den Stier und wandert dann für 3 Wochen durch euer 10. Sonnenhaus der Karriere. Das ist eine sehr nützliche und angenehme Konstellation. Meetings sind produktiv und machen Spaß und die beruflichen Aussichten sind gut. Die Venus trifft sich dann gleich mit Uranus und es können spontan Neuerungen eingeführt werden oder es gibt Veränderungen in der Chefetage, die jedoch teamorientiert sind. Vielleicht gibt es auch einen Flirt mit Vorgesetzten und da solltet ihr lieber vorsichtig sein und zwar wegen der Stellung von Mars. Der geht nämlich ab dem 16. Mai in den Krebs und wandert dann für 6 Wochen durch euer 12. Sonnenhaus des Rückzugs. Und das kann anzeigen, dass ihr euch durch einen Flirt im beruflichen Bereich Feinde macht, auch wenn das zunächst alles ganz harmonisch und angenehm aussieht. Ist ja immer heikel mit den Affären im Businessbereich. Außerdem bedeutet der Mars im Krebs, dass die Menschen in eurer Umgebung besonders empfindlich sind und sich schnell angegriffen fühlen. Da kann es schon reichen, dass ihr als selbstbewusste Löwen einen guten Auftritt hinlegt, zum Beispiel bei einer Präsentation, und andere fühlen sich dann davon überfahren oder maulen hinter eurem Rücken über euch. Ich denke nicht, dass das eurem Erfolg letztlich schaden wird, aber es ist immer gut, solche Sachen im Auge zu behalten. Rund um den Vollmond am 18. Mai kann sich ein solches Problem zeigen und die Sterne meinen, dass ihr an dem Wochenende bei eurem festen Partner oder von Familienmitgliedern gute Tipps bekommt, wie ihr damit umgehen könnt. Am 21. Mai morgens geht die Sonne ins Zeichen Zwillinge, dabei wird sie begleitet von Merkur und das ist eine für euch sehr gute und angenehme Energie. Die Sonne aktiviert dann für 4 Wochen für das Löwe-Kollektiv den Bereich der Freundschaften und der guten Kontakte und es ergeben sich viele fruchtbare Gespräche und Möglichkeiten zum Netzwerken. Wenn ihr therapeutisch oder als Coaches arbeitet, ist das letzte Monatsdrittel sehr produktiv für euch. Vor allem, wenn ihr Kurse gebt, bekommt ihr bestimmt viele Teilnehmer und habt gut zu tun. Hallo, ihr lieben Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Jetzt schauen wir für euch in die Sterne im Mai. Am 3. Mai beginnt ein für euch sehr wichtiger Transit. Da geht nämlich die Lilith für 9 Monate ins Zeichen Fische. Und sie wandert dann für das Jungfrau-Kollektiv durchs Partnerhaus. Und das ist eine spürbare Energie von Kribbeln und Aufregung in Partnerschaftsangelegenheiten. Es werden euch Menschen begegnen, die eure tiefsten, instinkthaften Gefühle wachrufen. Und jetzt kommt es drauf an, ist euch das willkommen oder seid ihr davon unangenehm berührt? Das hängt davon ab, wie sehr ihr mit euch und euren Gefühlen und Leidenschaften im Reinen seid. Ein solcher Lilith-Transit kann auch eine äußerst aufregende Affäre mit sich bringen, die vielleicht nicht in euer wohlgeordnetes Leben passt.
Gegebenenfalls können wir das in einer Beratung klären. Da könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Oder, falls ihr es noch nicht kennt, könnt ihr mein Buch über Lilith lesen. Und schaut euch bitte mein neues Special über Lilith an. Es heißt Loslassen und Befreien über den Transit von Lilith in den Fischen. Weitere Infos dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der Neumond am 5. Mai fällt in euer neuntes Sonnenhaus. Das ist ein sehr schöner Neumond, um Pläne zu machen, besonders für Reisen, Weiterbildungen oder Kurse, an denen ihr teilnehmen möchtet. Wenn ihr selbst als Lehrer oder Seminarleiter tätig seid, solltet ihr euch über eure neuen Themen in den kommenden 4 Wochen bzw. 12 Monaten Gedanken machen. Beruflich kann es in den ersten beiden Wochen des Monats bei euch hoch hergehen, denn im Sonnenhaus der Karriere steht der Mars in den Zwillingen. Besonders wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, müsst ihr bis Mitte Mai noch achtsam sein, denn da kann es zu Konflikten mit Vorgesetzten kommen, weil ihr schneller als sonst in den Kampfmodus geht oder besonders scharfe und spitze Bemerkungen macht. Wenn ihr selbst Mitarbeiter habt, solltet ihr freundlich und teamorientiert vorgehen, damit keine Reibereien entstehen und auf allzu kritische Bewertungen verzichten. Wenn ihr eine feste Beziehung habt, gibt es in den ersten beiden Wochen des Monats einiges zu besprechen, denn ihr seid euch nicht immer einig über eure Wertvorstellungen, zum Beispiel bei gemeinsamen Anschaffungen oder Entscheidungen, was ihr in eurer Freizeit unternehmen wollt. Es kann sein, dass ihr kritischer rüberkommt als beabsichtigt. Denkt immer an den schönen Spruch, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Vom 11. bis zum 20. Mai habt ihr harmonische Aspekte und die Lage entspannt sich wieder. Besonders schön für euch ist, dass die Venus am 15. für 3 Wochen durch das Zeichen Stier wandert. Das sorgt für ein gesteigertes sinnliches Empfinden und bringt auch Liebeslust mit sich. Zumal auch der Mars am 16. das Zeichen wechselt. Er geht dann nämlich in den Krebs und steht dann 6 Wochen günstig zur Jungfrausonne. Dabei verbindet er sich bis Ende Mai in lustvoller Weise mit der Venus und der Lilith, die jetzt bei euch im Partnerhaus steht. Auch Aufregerplanet Uranus ist an diesen Konstellationen beteiligt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Flirt oder eine Affäre anfangen könnt. Super für Singles, aber bedenklich, falls ihr schon in einer Beziehung seid. Das Wochenende mit dem Vollmond am 18. Mai verspricht leidenschaftliche Momente. Am 21. Mai wechseln die Sonne und der Merkur in die Zwillinge. Das ist beim Jungfrau-Kollektiv das 10. Haus der Karriere. Da geht dann in den kommenden 4 Wochen viel Energie hinein und ihr könnt eine Menge für euer Fortkommen tun, wenn ihr nicht durch ein Liebesabenteuer abgelenkt seid. Denn ab dem 26. Mai und bis zum Monatsende bildet die Lilith nochmal prickelnde und spannende Aspekte. Das sind aufregende, aber auch ein bisschen gefährliche Liebeskonstellationen. Am besten, ihr haltet euch an die 90-Tage-Regel. Egal wie aufregend die Sache ist, guckt es euch erstmal 3 Monate an und überlegt euch, inwiefern eine solche Affäre euer Leben aufwirbeln würde. Wenn ihr nach 3 Monaten immer noch der Meinung seid, es ist die Sache wert, könnt ihr langsam anfangen, sie ernst zu nehmen. Und wenn ihr in einer festen Beziehung seid, dann bleibt auf Tuchfühlung mit eurem Herzallerliebsten. Hallo, liebe Waagegeborene und Waage-Aszendenten. Genießt die ersten beiden Wochen des Monats, wenn die Liebessterne besonders prickelnd für euch stehen. Vor allem, wenn ihr einen frischen Flirt am Laufen habt oder noch auf Partnersuche seid, habt ihr sehr schöne Konstellationen, um Leute zu treffen und euch zu amüsieren. Für die Waagen in fester Beziehung entwickelt sich der Monat in der zweiten Hälfte immer besser. Der Neumond im Stier am 5. Mai fällt in euer 8. Sonnenhaus der verbindlichen Beziehungen und gemeinsamen Werte. Für das Waage-Kollektiv ist das ein guter Neumond, um ein Projekt mit finanzieller Verantwortung zu starten, vielleicht auch mit eurer Familie im Rücken. Eventuell geht es auch um eine Erbschaftsangelegenheit, die euch zu mehr Substanz verhilft. Oder ihr denkt mit eurem Schatz zusammen über eine wichtige Neuanschaffung nach, an der ihr lange Freude haben werdet. In den Tagen darauf kann sich in dieser Angelegenheit schon eine ganz überraschende Wendung ergeben. Eventuell müsst ihr auch erstmal durch eine kritische Phase durch, zum Beispiel weil der Familie eure Entscheidung nicht gefällt oder weil Verpflichtungen berücksichtigt werden müssen. Aber es sieht so aus, als würdet ihr am Ende zu einem guten Ergebnis oder Kompromiss kommen. Am 15. Mai wandert die Venus in den Stier und dann erhalten eure verbindlichen und vertraglichen Angelegenheiten Auftrieb und auch eure festen Beziehungen. Nehmt euch Zeit für Lust und Liebe mit eurem Schatz.
Ab dem 16. Mai beginnt für euch eine beruflich sehr produktive Phase von 6 Wochen, die jedoch auch einige Spannungen mit sich bringt. Denn der Mars geht dann ins Zeichen Krebs und in euer 10. Sonnenhaus der Karriere. Das ist gut, um die Initiative zu ergreifen und neue Projekte an den Start zu bringen. Und ihr seid dann auch recht energiegeladen, aber tendenziell auch gereizt. Für diejenigen von euch, die beruflich unter Druck stehen oder auch von der Familie her, kann das die Situation verschärfen und vielleicht fahrt ihr dann auch schneller aus der Haut als sonst und meint, euch gegen unberechtigte Forderungen oder Kritik verteidigen zu müssen. Leider können solche Auseinandersetzungen nach hinten losgehen, selbst wenn ihr im Recht seid. Da sind dann eure natürlichen Fähigkeiten zur Diplomatie und zum strategischen Denken gefragt. Für euer Privatleben ist dann wichtig, dass ihr beruflichen Stress nicht mit nach Hause nehmt. Umgekehrt müssen eure Lieben aber jetzt auch ein bisschen Rücksicht auf euch nehmen und euch vielleicht ein bisschen mehr Freiraum lassen und euch unterstützen, damit ihr euch auf wichtige Entwicklungen und Entscheidungen in eurer Karriere konzentrieren könnt. Wagen in fester Beziehung erhalten dabei positive Impulse, Verständnis und Rückhalt von ihrem Schatz. Auf jeden Fall solltet ihr euch das Wochenende mit dem Vollmond vom 18. Mai freihalten und Zeit mit eurer Familie und eurem Schatz verbringen, denn ihr könnt euch zu diesem Vollmond sehr gut mit euren Lieben verbinden. Am 21. Mai geht die Sonne in die Zwillinge, dabei wird sie von Merkur begleitet und beides ist sehr günstig für euch. Ihr seid inspiriert und erhaltet viele Anregungen und wenn ihr selbst unterrichtet oder Kurse gebt, kommen jetzt 4 Wochen, wo ihr in dieser Hinsicht sehr erfolgreich sein könnt. Auch deswegen ist es wichtig, dass ihr mit dem festen Partner und allen, die an eurem Haushalt beteiligt sind, an einem Strang zieht und alle Aufgaben fair verteilt sind. Ein Wermutstropfen ist der Spannungsaspekt zwischen Mars und Chiron vom 21. bis zum 28. Mai. Chiron im Partnerhaus, das kann den erkrankten Partner anzeigen und dann müsst ihr euren beruflichen Flow unterbrechen, um euch darum zu kümmern. Möglich sind auch Aufregungen und Begegnungen, auch beruflich, die euch so aufwühlen, dass ihr selbst gesundheitliche Probleme bekommt. Natürlich kommt es dabei auch sehr darauf an, wo der Chiron-Transit jetzt in eurem persönlichen Horoskop stattfindet. Das kann man aber nur in einer Beratung klären. Grundsätzlich würde ich euch einfach raten, in diesen Tagen besonders achtsam mit der Kommunikation zu sein und wenn ihr euch in einer persönlichen Sache betroffen und angegriffen fühlt, zunächst ein paar Tage zu warten und euch zu sortieren, ehe ihr Maßnahmen ergreift. In den letzten Maitagen habt ihr die richtige Intuition und wisst, was zu tun ist. Hallo, meine lieben Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Der Mai lässt eure Liebe und Triebe blühen, besonders in der zweiten Monatshälfte. Wenn ihr nicht gerade Brückentage freigenommen habt, könnt ihr zu Beginn des Monats erstmal im Beruf gut vorankommen. Verhandlungen und eure Finanzen stehen unter guten Sternen. Manches geht zwar nicht so schnell, wie ihr es euch gewünscht hättet, aber es wird. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Der Neumond am 5. Mai im Stier fällt ins Partnerhaus des Skorpionzeichens. Ob es nun gut läuft oder weniger gut, ihr könnt gar nicht anders, als eure Aufmerksamkeit Begegnungen und Partnerschaftsthemen zu widmen. Deshalb nehmt euch zu Neumond vor, in Sachen Partnerschaft einen Neuanfang zu wagen, sei es durch einen neuen Flirt oder indem ihr euch bei einem Flirtportal anmeldet oder sei es, dass ihr mit eurem langjährigen Partner etwas unternehmt, was ihr beide noch nie zuvor gemacht habt. Und das kann gerne was Sinnliches sein, zum Beispiel eine gemeinsame Tantra-Massage. Im Partnerhaus steht ja auch Uranus und der wird diesen Monat von Merkur zuerst und später dann von der Venus aktiviert. Das ist eine äußerst prickelnde Energie, die man am besten willkommen heißen sollte. Nicht immer ist es so einfach, die neuen Impulse, die Uranus bringt, harmonisch in das bestehende Leben zu integrieren. Und das kann eben auch ein neuer Flirt sein, gegebenenfalls auch eine neue Geschäftspartnerschaft. Jedenfalls Begegnungen, die euch dazu herausfordern, aus euren üblichen Abläufen auszubrechen und euch auf Neues einzustellen. Das gilt jetzt ganz besonders für die Oktoberskorpione, aber natürlich auch dann, wenn ihr andere Positionen und Planeten im Horoskop habt, die den Einfluss von Uranus empfangen. Am 15. Mai wechselt die Venus in den Stier, auch in euer Partnerhaus, und trifft sich dann dort mit Uranus und wandert für 3 Wochen durch euren Partnerbereich. Das ist einfach super für Skorpion-Singles, die sich einen neuen Flirt wünschen. Am 16. Mai wechselt auch der Mars das Zeichen. Er geht dann in den Krebs und bildet für 6 Wochen günstige Aspekte zur Skorpionsonne.
Auch die Lilith, die zu Beginn des Monats in die Fische geht, wird für 9 Monate anregende und kreative Impulse bringen. Alles zusammen sorgt im Mai dafür, dass ihr ziemlich unwiderstehlich seid und auch bereit, Zeit und Energie in die Liebe zu investieren. So könnte das Wochenende vom 18. und 19. Mai eine richtige Feier der Liebe für euch werden. Es ist eine sehr leidenschaftliche Konstellation bei euch auf der Beziehungsachse, denn da findet der Vollmond statt in den Zeichen Skorpion und Stier. Und wenn ihr keine Liebespartner habt, dann lasst die kreativen und inspirierenden Impulse in eure Persönlichkeitsentwicklung oder eure Herzensprojekte fließen. Am 21. wandert dann die Sonne zusammen mit dem Merkur in die Zwillinge und aktiviert das 8. Sonnenhaus des Skorpionzeichens. Für 4 Wochen wird dann in festen Partnerschaften eure Verbindung gestärkt. Also zum Beispiel durch eine gemeinsame Anschaffung oder indem ihr zusammen ganz bewusst eine Verantwortung schultert. Auch für alleinstehende Skorpione ist das eine gute Zeit, um sich mit Verträgen und Verpflichtungen zu beschäftigen. Zum Beispiel mal die Versicherungen, die ihr habt, durchzusehen, ob ihr die alle wirklich noch braucht. Zwischen dem 21. und dem 28. haben wir auch eine sehr wichtige Konstellation mit Heilerplanet Chiron, der ja bei euch im Gesundheitshaus steht. In dieser Zeit solltet ihr euch mal mit dem Thema eurer Work-Life-Balance beschäftigen. Steht da alles zum Besten oder gibt es Lebensumstände, die euch Kraft kosten und vielleicht sogar krank machen? Wenn ihr in festen Beziehungen seid, kann es auch darum gehen, wie viel Zeit ihr für euer Privatleben habt und wie viel Zeit ihr im Job lassen müsst. Der Mars zeigt, dass ihr vielleicht beruflich auf Reisen gehen müsst und da gibt es viel zu organisieren. Für Singles sind solche Reisen übrigens eine weitere tolle Chance, Leute kennenzulernen. Davon abgesehen seid ihr bis zum Monatsende kosmisch sehr gut aufgestellt und habt überwiegend harmonische und stabilisierende Einflüsse. Hallo, meine lieben Schützen und Schütze-Aszendenten. Für euch läuft's in den ersten beiden Wochen des Monats richtig gut, vor allem in der Liebe. Die Sterne stehen super für Flirts, neue Bekanntschaften, schöne Liebschaften und Lebensfreude. In der zweiten Monatshälfte scheint der Fokus eher ins Berufliche zu gehen. Deswegen habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr euch rund um den 1. Mai Brückentage freigenommen habt. Nehmt euch in der ersten Monatshälfte ruhig Zeit für die Liebe und Freizeitvergnügen. Der Jupiter steht ja weiterhin bei euch im Zeichen und ist im April rückläufig geworden. Aber keine Sorge, der Glücksplanet versorgt euch auch weiterhin mit guten Schwingungen, auch wenn manche Projekte sich nun vielleicht ein bisschen langsamer entwickeln als gewünscht. Gerade zu Beginn des Monats kann euch das ungeduldig machen, denn ihr habt zwischen dem 1. und dem 8. Mai eine gewisse Leichtsinnskonstellation. Das ist, wenn der Mars hier diese Spannung zu Jupiter bildet. Da übertreibt ihr es gern, zum Beispiel beim Sport, vielleicht auch bei einem neuen Flirt. Auch in Konfliktsituationen neigt ihr dann dazu, unbedingt Recht haben zu wollen oder regt euch übermäßig auf. Da kann es manchmal besser sein, den Ball flach zu halten, um euer Gegenüber nicht vor den Kopf zu stoßen. Der Neumond vom 5. Mai fällt für die Schützen ins Berufshaus. Das ist hier im 6. Haus des Jobs und der täglichen Routinen. Vielleicht steht es an, über eure gesunde Ernährung nachzudenken oder eine ungesunde Angewohnheit durch eine gute neue zu ersetzen. Es bietet sich auch an, ein neues Projekt im Job anzuschieben. Dann könnt ihr damit rechnen, dass die Sache in der zweiten Monatshälfte zunehmend Energie erhält und gut laufen wird. Super schön ist für euch das Wochenende vom 11. und 12. Mai, wenn der Mond im Partyzeichen Löwe steht. Wenn ihr in der Zeit eingeladen werdet, geht unbedingt hin. Ansonsten ist das Wochenende super zum Ausgehen, Flirten und um sich zu amüsieren. Ab dem 15. Mai ändert sich die kosmische Energie für euch spürbar. Als erstes wechselt die Venus ins Zeichen Stier. Sie geht dann für das Schütze-Kollektiv ins 6. Haus des Jobs und Alltags. Für 3 Wochen geht dann der Fokus mehr auf die Arbeit, kann aber durchaus anzeigen, dass ihr im Büro viel Spaß habt oder vielleicht sogar einen Büroflirt anfangt. Ist auch eine gute Zeit, um sich gesundheitlich was Gutes zu tun. Am 16. Mai wechselt der Mars von den Zwillingen in den Krebs und das heißt, dass in den kommenden 6 Wochen die allgemeine Empfindlichkeit steigt und Menschen sich schneller emotional angegriffen fühlen. Ihr müsst dann damit rechnen, dass Menschen auf eure forsche und lustige Art empfindlicher als sonst reagieren oder sich durch euch auf den Schlips getreten fühlen, auch wenn ihr das gar nicht so meint. Am besten ist, ihr platzt nicht mit dem, was ihr sagen wollt, nicht so direkt raus, sondern haltet kurz inne und versetzt euch in die Lage eures Gegenübers, ehe ihr eure Meinung rausposaunt.
Das gilt besonders, wenn ihr gerade einen vielversprechenden Flirt am Laufen habt, denn mit der Person wollt ihr es euch doch sicher nicht verderben. Zumal wir am Samstag, den 18., eine besonders leidenschaftliche und sinnliche Vollmondkonstellation auf der Achse Stier und Skorpion haben, da ist die Chance erhöht, jemanden zu verführen. Am 21. geht dann die Sonne in die Zwillinge und sie wird dabei begleitet von Merkur und beide aktivieren dann das Partnerhaus des Schützehoroskops. Für 4 Wochen stehen dann Begegnungen und Partnerschaftsangelegenheiten verstärkt im Fokus, auch im Hinblick auf geschäftliche Kontakte und Partnerschaften. Zwischen dem 21. und dem 28. haben wir eine schwierige Chiron-Mars-Konstellation. Für Schützen mit Familie kann die zum Beispiel anzeigen, dass man sich mit dem Partner über Kindererziehungsfragen nicht einig ist und es darum einen Streit gibt. Andererseits zeigt Chiron, der ja günstig hier für euch steht im Zeichen Widder, dass viele Schützen, die helfend oder beratend tätig sind, jetzt sehr gute Impulse geben und zur Heilung einer Situation beitragen können. Und falls ihr selber ein gesundheitliches Problem habt, ist es eine interessante Phase, um einen guten Heiler zu finden. Am 29. und 30. Mai aktiviert der Mond euren Glücksplaneten Jupiter und dann ist die Stimmung wieder gut. Hallo liebe Steinbock-Geborene und Steinbock-Aszendenten, die Tendenzen im Mai sind überwiegend förderlich für euch, auch wenn es zwischendurch ein paar Spannungen gibt. In der Liebe verspricht besonders die zweite Maihälfte anregende und prickelnde Impulse. Beruflich kann es ein produktiver Monat werden, vor allem Steinböcke in kreativen Berufen dürften gute Ergebnisse erzielen. Auch wenn ihr als Lehrer mit Kindern arbeitet, wird es ein guter Monat. Bis zum 8. Mai solltet ihr nur vorsichtig mit Spekulationen sein und es mit der Einführung von Neuerungen im Büro nicht übertreiben, sonst kann es darum zu Reibereien kommen. Der Neumond am 5. Mai steht sehr schön zur Steinbocksonne. Er fällt bei euch ins 5. Sonnenhaus der Lebensfreude und der Kinder. Überlegt doch mal, welche sinnlichen oder auch sportlichen Aktivitäten in den nächsten 4 Wochen eure Lebensgeister wecken würden. Wenn ihr Kinder habt, ergeben sich vielleicht beim Nachwuchs spannende neue Entwicklungen. Natürlich drückt bei vielen Steinböcken jetzt auch der Saturn oder auch der Pluto oder beide auf die Sonne oder andere persönliche Planeten im Steinbock. Das kann auch mit Sorgen und Verpflichtungen zu tun haben. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ist meine Tochter, die jetzt anfängt, flügge zu werden. Sie will ein 3-monatiges Praktikum starten und es gibt noch mehr aufregende Neuigkeiten in ihrem Leben. Doch das bedeutet, dass sie bald auf eigenen Füßen steht und ich drastisch weniger Zeit mit ihr verbringen werde. Da haben wir das Motiv von Verzicht bei Saturn. Ich freue mich natürlich sehr für sie und finde das auch alles wunderbar aufregend, aber es fällt mir natürlich auch schwer, sie als Mutter loszulassen. Bei mir steht jetzt der Saturn auf der Venus und die Venus regiert in meinem individuellen Horoskop das Haus der Kinder. So ist der Zusammenhang. Für diejenigen, die unter dem Einfluss von Uranus stehen, und das ist ja ein Harmonieaspekt, bringen die Sterne vielleicht eine neue sinnliche Liebesaffäre oder ein großes neues Kreativprojekt. Und das gilt jetzt erstmal für die Dezember-Steinböcke. Allerdings muss die Venus noch bis zum 11. Mai durch einige harte Aspekte mit Saturn durch und das kann aufwühlende familiäre Situationen anzeigen, in denen man Wertvorstellungen und Absprachen neu definieren oder auch auf etwas verzichten muss. Ab dem 15. Mai geht die Venus dann in den Stier und bildet für 3 Wochen wunderschöne Aspekte zur Steinbocksonne. Dann sind die Sorgen erstmal vergessen und die Lebensfreude steigt. Am 16. Mai geht der Mars in den Krebs und damit für das Steinbock-Kollektiv ins Partnerhaus. Und zwar bis Ende Juni. Das ist ein gemischter Segen, denn einerseits zeigt der Mars gefühlvolle Verehrer an, die sich für euch interessieren. Andererseits macht die Spannung zu Mars euch gereizt und die Gefahr ist erhöht, dass ihr euren Partner oder Flirtpartner vor den Kopf stoßt. Bis zum 22. Mai sind die Aspekte aber erstmal sehr schön und prickelnd und zwar ganz besonders rund um den Vollmond am Samstag, den 18. Das wird ein Wochenende der Liebe und der Leidenschaft. Das solltet ihr entweder mit einem Liebespartner ausnutzen oder um zu feiern und um etwas Kreatives zu erschaffen oder alles auf einmal. Am 21. Mai geht die Sonne in die Zwillinge und aktiviert dann für die nächsten 4 Wochen den Berufsbereich im Horoskop. Anfangs ist auch der Merkur dabei. Das kann emsige und betriebsame Zeiten an der Arbeitsstelle anzeigen, wo man ein bisschen gucken muss, dass man sich nicht verzettelt. Dann gibt's noch einen schwierigen Aspekt mit Chiron und Mars.
Weil die beiden zur Steinbocksonne stehen, ist das also schon heikel und das betrifft jetzt erstmal die erste Dekade. Bitte achtet da auf eine ganz liebevolle Kommunikation und zeigt euch kompromissbereit. Vielleicht ist es auch ein Krankheitsgeschehen innerhalb eurer Familie, was euch dann einigen Stress bereitet. Und diejenigen, die den Chiron jetzt in Spannung zu ihrer Sonne haben, bekommen vielleicht auch selber gesundheitliche Probleme, zum Beispiel durch Heuschnupfen und Allergien. Ab dem 28. legen sich aber die Spannungen wieder und der Monat klingt mit liebevollen und versöhnlichen Aspekten für euch aus. Hallo, ihr lieben Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten, hier kommen eure Sterne für den Mai. In den ersten beiden Wochen habt ihr geniale Aspekte von den meisten Planeten. Da dürfte es für euch rund laufen. Allerdings müsst ihr in den ersten 9 Tagen des Monats aufpassen, dass ihr beim Sport oder auch bei finanziellen Spekulationen nicht zu leichtsinnig werdet. Mars und Jupiter deuten an, dass ihr euer Glück möglicherweise herausfordert. Das kann auch eure Freundschaften oder euer berufliches Netzwerk betreffen. Beispielsweise, wenn ihr versucht, andere mitzureißen, sich an einer riskanten oder spekulativen Unternehmung zu beteiligen. Das will wohl überlegt sein und das Risiko sollte überschaubar sein. Diejenigen von euch, die im Januar Geburtstag haben und unter dem Einfluss des Uranus-Quadrats stehen, spüren wahrscheinlich Unruhe und Aufbruchstimmung. Der Uranus-Transit ist ein großes Thema und er wird Umbrüche und Veränderungen mit sich bringen. Die ausführliche Deutung könnt ihr in meinem Jahrbuch nachlesen. Wichtig für euch ist auch, dass die Lilith nach 9 Monaten nun euer Zeichen verlässt und am 3. Mai in die Fische wechselt. Und mancher Wassermanngeborene oder manche Wassermanngeborene, die in letzter Zeit wilde Erlebnisse mit Affären oder rund ums Thema Gleichberechtigung erlebt haben, werden sich jetzt wahrscheinlich die Augen reiben und sich fragen, wie das alles passieren konnte. Lilith weckt ja die inneren Instinkte und wenn sie vorbeigezogen ist, erwacht auch oftmals wieder die Vernunft und man beginnt, die Ereignisse zu sortieren und manchmal auch, sie dann erst zu verstehen. Für manche von euch wird sich das aber auch wie eine Beruhigung der aufgeregten Gemüter anfühlen. Wenn ihr Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch da wie immer vertrauensvoll an mich wenden. Der Neumond im Stier am 5. Mai fällt für das Wassermann-Kollektiv ins Haus der Familie und der Wurzeln. Und weil im Stier auch der Uranus steht, bietet sich für alle diejenigen von euch an, die den Uranus-Einfluss bereits spüren, den Neumond zu nutzen, um über die anstehenden Veränderungen zu meditieren und wie ihr damit umgehen wollt. Ganz allgemein kann euch dieser Neumond gute Impulse für Familienangelegenheiten oder Umzugsthemen bringen. Sehr schön für alle sozialen und partnerschaftlichen Aktivitäten ist das Wochenende vom 11. und 12. Mai. Dann steht der Mond im Partyzeichen Löwe und bei euch im Partnerhaus. Am 15. wandert die Venus in den Stier und in den Tagen darauf trifft sie sich mit dem Uranus. Das kann für die Januar-Wassermänner der Beginn eines aufregenden Flirts werden, der aber nicht ganz reibungslos abläuft. Am 16. wechselt der Mars das Zeichen, er geht in den Krebs und steht dann nicht mehr so schwungvoll und günstig für euch. Das kann sich zunächst mal wie eine Verlangsamung für euch anfühlen. Die Lust am Sport und Bewegung und auch der Spaß an der Erotik werden dann ein bisschen ausgebremst. Der Mars geht dann für 6 Wochen in euer 6. Sonnenhaus der Arbeit und es kann einfach sein, dass ihr beruflich stärker gefordert seid und deshalb weniger Zeit für Spaß und Freizeit habt. Der Vollmond am 18. Mai steht in einer Spannung zur Wassermannsonne und ist sehr leidenschaftlich. Er betont die Flirtkonstellation mit Venus und Uranus und manche von euch werden sich dann wohl mehr Freiheit wünschen, um ihren Liebesinteressen nachzugehen. Ab dem 21. morgens geht die Sonne in Begleitung von Merkur in die Zwillinge und bildet einen superschönen Aspekt zu euch. Sie aktiviert dann für 4 Wochen euer 5. Haus der Lebensfreude und treibt euch auch geistig zu kreativen Höhenflügen an. Trotzdem solltet ihr zwischen dem 21. und dem 28. Mai mit euren Äußerungen, gerade im beruflichen Umfeld, sehr vorsichtig sein und sehr viel Fingerspitzengefühl an den Tag legen, denn Kollegen oder auch Konkurrenten könnten ungewöhnlich emotional und betroffen reagieren, wenn ihr eure frischen Ideen anbringt und sie sich vielleicht überfahren oder unterlegen fühlen. Wenn ihr therapeutisch oder beratend tätig seid, könnt ihr mit den richtigen Worten in dieser Zeit eine starke Wirkung erzielen. Der 29. und 30. Mai sind dann nochmal besonders kreative Tage für euch.
Hallo, ihr lieben Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Freut euch auf einen schönen Wonnemonat. In den ersten beiden Wochen stehen die Sterne besonders gut für euer berufliches und finanzielles Fortkommen. Vorsichtig sein solltet ihr nur darin, Freunden Geld zu leihen oder wenn euch Netzwerkbekannte zu finanziellen Investitionen überreden wollen. Zwischen dem 6. und 11. Mai stehen die Bereiche Freundschaft und Geld nicht günstig zueinander. Im Zweifelsfalle wartet einfach noch ab. Nach dem 15. Mai werdet ihr dahingehend bessere Entscheidungen treffen. Für euch ist besonders wichtig, dass die Lilith ab dem 3. Mai für 9 Monate durch euer Zeichen Fische wandern wird. Ihr könnt damit rechnen, dass in dieser Zeit euer Charisma nochmal gewaltig steigen wird und das ist ja durch den Neptun ohnehin schon ganz bezaubernd. Die Lilith wird eure inneren und kreativen Kräfte wecken und auch einen Wunsch nach Unabhängigkeit. Kann auch sein, dass ihr dann kratzbürstig und unberechenbar wirkt, was euch aber nur noch faszinierender wirken lässt und Leute auf den Plan ruft, die euch zähmen wollen. Wer das versucht, wird allerdings erleben, dass ihr erstmal davon schwimmt. Denn es gibt ja noch so viele andere Menschen, die ebenfalls eure Nähe suchen. Im besten Fall wird es eine super kreative Phase, in der ihr auch spannende neue Menschen kennenlernt, die außergewöhnlich und provokant sind. Im schwierigsten Fall kann dieser Transit dazu führen, dass eure Beziehungsstrukturen ins Wanken geraten. Aber da ihr sehr viele andere günstige und stabilisierende Einflüsse habt, werden die das wahrscheinlich ausgleichen. Zum Beispiel, indem gute Freunde ein bisschen auf euch aufpassen. In der Liebe bringt ein Lilith-Transit häufig die Chance auf spannende Liebesaffären, die sehr inspirierend wirken. Ob sie sich für langfristige und solide Beziehungen eignen, ist allerdings nicht immer gesagt. Wenn es euch also erwischt, wartet 3 Monate ab, also meine 90-Tage-Regel, und ihr könnt mich natürlich auch für eine persönliche Beratung konsultieren. Und schaut euch doch bitte auch mein neues Special zu dem Thema an, über Lilith in den Fischen. Es heißt Loslassen und Befreien. Der Neumond am 5. Mai steht günstig zur Fischesonne und wird für euch sehr inspirierend. Ihr könnt ihn nutzen, um euch Gedanken darüber zu machen, wie ihr den Lilith-Transit am besten integrieren könnt. Er ist auch gut, um in eurer beruflichen Kommunikation und eurem Marketing einen Neuanfang zu wagen oder ein neues Projekt anzuschieben. Macht euch darüber Gedanken und haltet Papier und Stift oder euer Voice-Memo bereit, um eure Ideen festzuhalten, damit sie euch nicht verloren gehen. Gute Aspekte von Uranus und Merkur spielen da auch mit rein und da hat man oft Geistesblitze, die genauso schnell vergehen, wie sie kommen. Der 8. und 9. Mai sind in dieser Hinsicht zwei weitere sehr inspirierende Tage für euch. Am 15. Mai geht die Venus in den Stier und steht dann für 3 Wochen sehr günstig zu euch. Und am 16. Mai wechselt der Mars auch das Zeichen. Er geht dann in den Krebs und damit aus der Spannung zu eurer Sonne heraus. Das werdet ihr wahrscheinlich als recht angenehm empfinden. Er aktiviert dann für 6 Wochen euer 5. Haus der Lebensfreude und macht Lust auf Sport und Freizeitaktivitäten. Und weil der Mars sich gleich mit Lilith und Venus verbindet, bringt die zweite Monatshälfte für euch viele Chancen auf lustvolle Erotik mit sich, wenn ihr einen Liebespartner habt. Auch eine neue Affäre könnt ihr in dieser Zeit gut anfangen, zumal eben auch die Venus für 3 Wochen in einem superschönen Aspekt zu euch steht, wenn sie durch den Stier wandert. Höhepunkt dieser leidenschaftlichen und sinnlichen Konstellation ist der Vollmond am 18. Mai, der günstig zur Fischesonne steht. Dieses Wochenende solltet ihr für die Liebe reservieren und wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr den mystischen und spirituellen Gehalt dieser Konstellation für euch ausschöpfen. Am 21. Mai geht die Sonne morgens in die Zwillinge, dabei wird sie von Merkur begleitet. Sie aktiviert dann für 4 Wochen euer Sonnenhaus der Familie, bildet aber auch eine Spannung zur Fischesonne und zur Lilith. Und das zwischen dem 21. und 28. Mai. Die ersten von euch werden dann wahrscheinlich schon spüren, dass sie weniger kompromissbereit sind und für die Bedürfnisse der Familie zurückstecken wollen, sondern lieber mutig ihren eigenen Interessen nachgehen. Das ist die Gelegenheit, mehr Freiraum für euch zu erkämpfen und eure Interessen zu vertreten. Konflikte mit Liebespartnern können in dieser Zeit durchaus zu einer leidenschaftlichen Versöhnung im Bett führen. Der Monat endet dann mit freundlichen, aber auch überraschenden Aspekten, was dafür spricht, dass ihr Situationen mit viel Humor meistert und dass euch keiner böse sein kann. Das waren eure Sterne im Wonnemonat Mai. Und jetzt kommen wir zum Serviceteil mit wichtigen Infos und Terminen.
Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder mein Kundentelefon. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und hier ist wie versprochen der Termin für meinen Workshop mit den Transiten der Lilith, Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Er findet am Freitag, den 7. Juni 2019 um 19 Uhr statt und das ist ein Online-Workshop. Das heißt, wenn ihr den Zeitpunkt verpasst, live dabei zu sein, könnt ihr euch auch nachträglich noch das Video des Workshops buchen. Und das ist der nächste Livestream-Termin. Wir machen einen Neumond-Talk am 3. Mai um 20.30 Uhr. Da sende ich live aus Arizona, aus den USA und ihr könnt mir mal die Daumen drücken, dass das technisch auch klappt. In der Sendung verlose ich eine Live-Beratung. Dazu müsst ihr euch bitte mit einer E-Mail anmelden und die Infos findet ihr auf meiner Homepage. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats und ihr könnt ein schriftliches Geburtshoroskop gewinnen. Denn um die Sterne zu verstehen, muss man wissen, wie sie zur Geburt standen. Wenn ihr schon euer Geburtshoroskop habt, könnt ihr euch eine Person aussuchen, der ihr es schenken möchtet. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt doch bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss möchte ich euch noch einige Videos ans Herz legen. Einmal über den Mondzyklus im Mai, dann natürlich das neue Special über Lilith in den Fischen, Loslassen und Befreien. Und wichtig ist auch weiterhin das Mondknoten-Video, Finde deine Heimat. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.